Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxis. Wir sind hier auf irgendeinem halben Friedhof, keine Ahnung. Oh, da ist ein Gegner. Oh, da war ja ein Gegner. Halt. Das wäre ja fast ins Auge gegangen. 420, 840. Das heißt, wir haben beide Male 420 Schaden gemacht. Dementsprechend weiß ich jetzt auch, alles klar, Bingo Bongo. Dieser Verstärkungsring verstärkt nur Angriffe, die halt durchgehend sind und nicht einzelne, die in der Folge gemacht werden. Deswegen bringt er mir nichts, weil er nur für Zauberei geeignet ist. Also nehme ich lieber das hier, Ring des bösen Auges. Hat nämlich auch den Vorteil, dass wir so häufiger mal während des Kampfes, oben links ist meine rote Energie, und mit diesem Ring haben wir einfach die Möglichkeit, mehrmals, oder das heißt mehrmals, in einem Kampf mit mehreren Gegnern wieder auf maximale Energie zu kommen, wenn die nicht voll ist. Und dann machen wir nämlich mehr Schaden, weil diesen Schadensboost bekommen wir ja bloß, sobald wir... Schwindende Seele. Bekommen wir ja bloß, sobald wir maximale Energie haben. Also ist das eigentlich eine ganz gute Kombo. Schwindende Seele, ist das irgendwas Besonderes oder ist das wirklich... What? Das ist wirklich so eine Anfangsseele? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ach du Scheiße. Das ist nix. Also wir können sie gerne direkt benutzen. Das ist gar nichts. Weiß ich nicht. 200 Seelen oder so. 50! Oh Gott! Welcher Trollprogrammierer ist denn da drauf gekommen, an diesem späten Punkt des Spiels noch so eine billige Seele dahin zu legen? Sehr geil. Noch eine schwindende Seele. Vielleicht braucht man die für irgendwas? Haha, da ist die Waffe einfach zu stark für. Drei Angriffe tot. Versucht Clut. Übrigens, Vorsicht vor Rache. Versucht Clut. Warum brauche ich ein Phantom gegen den einzelnen Gegner? Gute Arbeit voraus. Heimatknochen. Schatz voraus. Hä? Übersehe ich irgendwas? Ah. Untoten Knochensplitter ist sehr geil, damit können wir wieder unseren Flakon boosten, aber ansonsten, also ich benutze jetzt mal die Clut, um zu gucken, ob da irgendwas passiert. Wir haben halt einfach genügend Clut. Mir ist alles gleich, verstehe ich nicht. Das war doch kein schwerer Gegner, das war doch so eine Harpie, die wir schon vorher im Spiel mehrmals hatten. Ich bin etwas verwirrt. Keine Ahnung, was da los war. Egal, gehen wir weiter. Mit unserer geilen Axt. Ey, hoffentlich finden wir hier noch 5 solche großen Titanit-Splitter, damit wir die aufs Maximum boosten können und dann vielleicht eine schwere Waffe draus machen und sie noch mehr boosten. Und dann ist sie, denke ich, die Waffe, die wir bis zum Ende des Spiels hauptsächlich nutzen werden. Es sei denn... Oh, was ist denn das? Es sei denn halt, ich brauche... Ich glaube, es ist ein Texturfehler und es ist ein Gegner in dem Gebäude drin, oder? Nee, doch nicht. War einfach unsichtbar. Ja, wir werden die Waffe wahrscheinlich nur mal wechseln, falls wir die zu langsam ist oder wir halt eine mit einer anderen Reichweite brauchen würden. Vorsicht vor Hinterhalt. Wieso? Ich sehe den Typ doch. Ist hier noch jemand? Nö. Was nascht denn da? Oh, das sind aber zwei. Die sind auch ziemlich groß. Ist irgendwie alles größer. Macht aber nichts, weil mit einem Schlag sind die tot. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich ein bisschen overpowered bin mit der Waffe. Sehr geil, gefällt mir. Wurfmachete, jetzt haben wir ja doch eine respektable Anzahl. Es waren sogar drei, aber coolerweise habe ich nur zwei auf einmal getriggert. Rostige Goldmünze, ist das wieder so ein Ding, um sein Glück zu erhöhen? Rostige Goldmünze, rostige Münze. Zermalen wir vorübergehend stark verbessert das Finderklick. Na, zermalen wir die einfach mal, wenn wir jetzt schon eine andere Münze haben. Das verändert sowieso fast nichts, aber egal. Die Münze hätte ich vielleicht benutzen sollen, als ich die vielen Skelette niedergemetzelt habe. Ich habe jetzt irgendwie aber auch keinen Bock, hier gegen jede Wand zu schlagen, in der Hoffnung, dass das vielleicht auch eine falsche Wand ist. Gut.
Ach Moment, steht da eigentlich noch was extra da bei dieser? Eine rostige alte Goldmünze, die nicht mehr als Zahlungsmittel zu gebrauchen ist. Das Zermalen der Münze erhöht kurzzeitig stark das Finderglück. Ein reicher Mann hat sein Vermögen verloren, gewann es aber doppelt so hoch wieder. Im überheblichen Glauben, auch sein neues Vermögen würde sich verdoppeln, verprasste er es schnell. So ein Trottel. Versucht Fackel. Nicht voraus, Blitz. Welche Fackel? Ich hab keine. Man ist schon recht dunkel, aber man sieht eigentlich noch genug. Blaues Käferkügelchen. Sind die Treppe runter? Ja. Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwo runterfällt, wenn man nicht so weit gucken kann. Das ist, glaube ich, der einzige Weg noch, oder? Wir haben alles andere uns angeschaut gehabt. Ach du Gott! Ach du Gott, sind das viele! Ach, die kriechen nur, alles klar. Ihr seid leider zu leicht, tut mir leid. Die spucken was, alles klar. Au! Ah, da kam einer von hinten, na gut. Einer, der steht. Haben wir jetzt alle? Nee, da drüben. Oh Gott, der ganze Raum ist voll. Oh Gott! So spart man sich auf jeden Fall gut Flakons, wenn man diesen Ring hat. Fast wieder voll. Blaues Käferkügelchen. Das scheint ihr hier wohl für wichtig zu erachten. Was macht es nochmal? Verstärkt vorübergehend die Magieschadensminderung. Ja, dann nehmen wir die halt. Anscheinend ist das hier gerade wichtig. Und es sieht auch geil aus. Dieser blaue Schein. Ich wusste, dass da einer ist. Oh, und da ist noch jemand. Ich will jetzt eigentlich nicht sterben. Nicht bei solchen Gegnern. Oh Gott. Zum Glück scheinen die jetzt ja langsam zu sein. So. Gut. Bitte nicht wieder in den Rücken fallen. Der kriecht, also nehmen wir zuerst den, der steht. Oh, der kriecht nicht, der hat nur da gehockt. Und dann fallen die auch noch von oben runter, wie es aussieht. Unfassbar. Okay, okay. Hier geht's eine Treppe hoch. Wie ging's da hinten weiter? Geht wieder nach draußen ins Licht, was mir natürlich besser gefällt, aber wir müssen erstmal den Raum hier zu Ende klären. Ich glaube, hier gibt es noch Klärungsbedarf. Shake your ass. Shake, 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 shake your ass. Okay. Aufpassen, dass wir nicht wieder runterfallen. Ja, es scheinen noch nicht alle Gegner runtergefallen zu sein, weil da ist noch einer, mindestens einer. Beichtstein. Ah, hier oben kämpfen ist natürlich ein bisschen eklig, ne? Aber kein Problem, wenn man es in einem Angriff oder in einem Angriffszug über mehrere Schläge hin geregelt bekommt. Da ist noch jemand. Da will ich nicht rübergehen. Das sieht knapp aus. Na?
Visieren doch mal an! Er macht's nicht. Das war so einer, der runterfallen wollte, wenn ich da unten lang gehe. Hat aber nicht funktioniert, nicht mit mir. Ist hier noch irgendwas hier oben? Sieht eigentlich nicht so aus. Vielleicht noch eine falsche Wand? Ne. Gut, ich denke jetzt... Haben wir hier alles? Kann ich hier runterspringen oder bin ich denn tot? Ne, ne? Soll eigentlich nicht zu hoch sein. Oh, es ist schon relativ hoch, sehe ich gerade. Ach, hier gibt es noch eine Zwischenebene. Dann gehen wir da mal hin. Ich höre auch Gegner. Oh, ist das eine Fake-Truhe? Moment. Wie gesagt, Fake-Truhen sieht man atmen. Ich würde sagen... Da bewegt sich gar nichts an der Truhe. Das sollte keine Fake-Truhe sein. Wir haben bisher nur eine Fake-Truhe gesehen. Das war definitiv in Dark Souls 1, glaube ich, schlimmer. Dark Souls 2, glaube ich, auch nicht so viel. Joschkas Speer, das klingt ja mal interessant. Also wie gesagt, ich wiederhole es gerne. Ich glaube nicht, dass wir noch eine Waffe finden, die unsere jetzige ablöst. Es kann nicht sein, dass es noch mächtigere gibt. Die auf jeden Fall nicht. Joschkas Speer, ein mit Schlafmagie verzauberter Schatz, der der Kirche von Joschka geschenkt wurde und von den Sklaven von Irithiel heimlich verehrt wurde. Diese Waffe kombiniert das Zustoßen wie mit einem Speer und das Zuschlagen wie mit einem Hammer. Fertigkeit beschwichtigen. Erhebt den Speer in einem Gebet und verringert vorübergehend die FP des Gegners bei jedem Stoß. Oder mit jedem Stoß. Ich will ja mal kurz anlegen, das sieht interessant aus. Naja. Das sieht echt merkwürdig aus mit diesem rangebundenen Hammer, also so wirkt es zumindest. Kann halt echt schnell zuschlagen, ne? Und das verbraucht halt auch nicht so viel. Okay, aber er schlägt doch gar nicht damit zu. Er sticht doch immer. Oder macht sowas halt. Hm. Okay, jetzt haben wir aber alles. Oh, hier ist noch jemand. Wieder raus ins Licht. Ich meine, ich möchte hier, guckt euch diese Ansicht an. Das möchte ich sehen, das möchte ich genießen. Diese wunderschöne Winterlandschaft. Winter Wonderland quasi. Aha, aha, aha. Muss ich da runterfallen, um da hinzukommen, oder geht es auch anders? Genießen wir nochmal diese Aussicht. Oh, dieser wunderschöne Nachthimmel. Guckt euch die vielen Sterne an. Ob es in diesem Universum auf anderen Planeten Leben gibt? Na, ich denke mal, wir kommen da nur hin, wenn wir hier runterspringen, sonst wäre es doch nicht so da. Fake-Wand? Da ist mindestens ein Gegner. Da ist noch einer. Ist auch relativ hoch, sehe ich gerade. Vielleicht können wir die Textur der Wand nutzen, um unseren Fall abzubremsen. Ah, hat trotzdem Schaden genommen. Hä, hier war doch noch einer. Der war also ganz unsichtbar, oder wie? Was? Hat man nicht mal das Gesicht gesehen. Blutiger Edelstein. Ja, da kann man bestimmt Waffen mit Bluteffekt draus machen. Ach, den hatte ich schon. Ja. Schön nochmal den Arsch getreten und dann hast umgebracht. Ach, und da ist auch noch einer, aber die scheinen nicht alle zu reagieren. Ging auch nicht wirklich. Was ist denn das? Sieht nicht so lecker aus. Ich glaube, das ist was für unseren Bogen.
Verdammt. Boah, was ist denn das? Krass. Versucht er jetzt zu uns zu kommen, oder? Kann ich weiter auf den... Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass es so ein spinnartiges Tier ist. Uiuiui, das macht nicht viel Schaden, der Bogen, das macht nichts. Man weiß nicht so richtig, was er machen soll. Ja, komm wieder her. Hallo. Hallo? Der findet jetzt nicht wirklich den... Ach, verdammt. Hat er sich jetzt wieder anders überlegt? Ja, er hat wieder den Fokus verloren, sehr geil. Jetzt dreht er sich wieder. Na, wohin denn nun? Oh mein Gott, wenn er weitergelaufen wäre, hätte ich ihn genau getroffen. Ich glaube, wir hätten ihn viel schneller platt gemacht, wenn wir einfach einen normalen Nahkampf gewählt haben, weil wenn... Er hat eigentlich nicht viel Energie, wir machen nur nicht viel Schaden. Guckt euch an, wie viel 44 Schaden abziehen, also von der Leiste. Wahrscheinlich ist er mit einem Schlag oder sowas tot. Also nicht mit einem, aber mit zwei oder drei ist er tot mit unserem... Mit unserer Waffe. Unserer Hauptwaffe. Aber wir haben ihn auch so gleich. Daneben. Aber nicht wieder umdrehen. Noch einmal. Oh, jetzt krabbelt er wieder hoch. Nee. Tot. 750 hat es auch nur an Seelen gebracht. Gestalten scheinen sowas ähnliches zu sein wie diese Untoten am Anfang, die dann halt teilweise einfach nur da hängen und gar nichts machen, weil sie zu deprimiert sind oder keinen Verstand mehr haben oder was weiß ich. Was denn, ist das wieder eine falsche Wand? Also die scheint es ja hier wirklich super aufzugeben. Aber ganz... Ganz ehrlich, ich hätte natürlich... drauf eingeschlagen auf die Wand, auch ohne diesen Hinweis. Trotzdem vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei Dark Souls 1 war das so, da gab es dann auch mal eine Sequenz von scheinbaren Wänden, also wo mindestens zwei scheinbare Wände nacheinander kamen. Also nicht jetzt eine scheinbare Wand und dann hier noch eine scheinbare Wand, sondern hier eine scheinbare Wand und dann noch eine zum Beispiel hier, wo man halt nicht mit rechnet, ne? Die hatte ich sogar gefunden gehabt, ich glaube alleine. Weil ich dachte, hä, ist hier noch eine scheinbare Wand? Und dann war es wirklich so. Jetzt werden wir ja bestimmt auch irgendwann wieder an die Stelle kommen, wo wir so ein Tor aufmachen können, das nur von der einen Seite aufging. Ah, hier unten wäre es nicht so einfach gewesen zu kämpfen, aufgrund der Tatsache, dass wir, dass es ziemlich tief ist. Vorsicht vor links. Ring der Opferung, schon wieder. Das ist der Ring, der dafür sorgt, dass man die Seele nicht verliert, wenn man stirbt. Geht's jetzt hier unten weiter? Ist das jetzt das nächste Gebiet irgendwie? Es sieht sehr weitläufig aus. Ich werde erstmal da oben nachschauen. Ich denke, da wird irgendwo jetzt das Tor sein, das wir dann nur von der einen Seite aufmachen konnten. Würde zumindest Sinn machen. Hier wäre doch mal eine falsche Wand geil, aber das wäre merkwürdig, wenn da eine ist. Sind wir von hier gekommen? Ja, ach klar, wir sind ja von hier gekommen, wir sind ja heruntergesprungen. Alles klar, Bingo Bongo. Also wie es, ich weiß nicht, aber irgendwie schaffen es die die Gegebenheiten der Wege hier immer wieder mich zu verwirren, wie gerade eben wieder gesehen. Aber macht nichts. Jetzt wissen wir, es geht nur hier unten weiter. Drüben scheint mir nichts zu sein, oder?
Oh, wir können sogar rennen. Also es ist nicht so super tief, dass wir nicht rennen können, aber es ist halt ein langsameres Rennen. Oh nein, sind wir jetzt etwa schon fertig mit der Stadt? Da waren doch noch ganz, ganz viele Tore, die man nur von der einen Seite aufmachen konnte. Und die ist so schön, die Stadt. Oh, oh, Blutflecken. Hier müssen also Gegner sein. Große Seele eines namenlosen Soldaten. Ah, das sind wieder solche Spinntiere. Alles klar. Wahrscheinlich haben sie die hierher gelockt, damit sie hier besser kämpfen können. Und dann wurden sie aber trotzdem platt gemacht von denen. Jetzt werden wir gleich rausfinden, wie die sich im Nahkampf einstellen. Fetter toter Wurm, wie es aussieht. Die Frage ist halt, muss ich überhaupt gegen die kämpfen? Kommen die an, wenn ich jetzt da rüber gehe? Oder bleiben die einfach da? Weil. Und das ist hier hoffentlich eine Leiche. Oder nee, ist ein Stein. Weil wenn die nicht ankommen, warum sollte ich dann gegen die kämpfen? Da hinten geht es ja nicht weiter, oder? Aha. So habe ich mir das schon gedacht gehabt. Und so habe ich mir das auch gedacht gehabt. Zwei Schläge, tot. Jetzt darf der Freund kommen oder die Freundin, die sahen ein bisschen weiblich aus. Hallo, komm her. Die sind schon irgendwie merkwürdig. Schönes Design auf jeden Fall. Schönes Monster-Design, gefällt mir. Aber super easy, wie gesagt, overpowered, overskilled, unsere Waffe ist zu mächtig, sorry. Jetzt wird das Spiel leider total einfach. Große Heilung, ach, das ist wichtig. Verdammte Magie! Ein glorreiches Wunder für hochrangige Kleriker stellt viele Trefferpunkte von Wirker und Umgebenden wieder her. Nur wenige Auserwählte können diese epische Liebesgeschichte auswendig aufsagen, aber sie werden dafür auch reichlich belohnt. Oh verdammt, die Zeit ist schon lange um. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Lasst einen Daumen nach oben da, damit man euch loben. Und ein Abo plus Glocke, kein Video mehr verpassen. Bis hoffentlich morgen, euer Paxis. Tschüss.